So, letzte drei Ebenen. Mal sehen, was jetzt kommt. Also drei verschiedene Gegnerformationen werden wir noch sehen. Ich hoffe einfach mal, dass keine Pirsch dabei sein werden. Und wenn, dann nicht in Mehrzahl. Wobei, selbst in Mehrzahl sollten sie eigentlich besiegbarer sein als die in der Feuerprobe. Weil die ja dann deutlich schwächer sein sollen. Schlechter natürlich auch, aber schwächer irgendwie auch. Okay, unnötiges Gitter. Interessant, kriegen wir hier vielleicht nochmal ein Tränkchen raus. Wäre mega. Ah, scheint mir nicht so. Nein, das Spiel ist nicht so freundlich. Komm schon. Schade. Der eine Trank war richtig cool, aber naja. Müssen wir halt so durch. So. Jetzt haben wir hier 5. 2, 4, 5. Ach, 5 und 5 haben wir jetzt. Abscheu. Oha. Oha. Wow. Knochenriese jetzt? Das ist fies. Wow. Wow. Ich meine, gut, von mir aus. Ein paar Streuner. Und ein Pirsch. Ach, du große Güte. Alles klar. Jetzt zeigt mir das Spiel eindeutig, dass es mich hier nicht haben will. Mit dem Knochenriesen und dem Pirsch gleichzeitig. Wow. Okay, ich könnte die Käfige kaputt machen. Ich könnte jetzt überall nach Tränken suchen, aber das ist eigentlich Blödsinn. So, Süden. Vor allem hier jetzt 10 Runden überleben. Das wird jetzt auch schon eine knifflige Sache. Okay, ich dachte nicht, dass das Spiel so schnell loslegt. So, Süden, gleich nochmal Süden. Nehmen wir vielleicht erstmal, nicht zwei. Nee, bisher nicht. Okay, bloß ein paar mehr Streuner. Aber nur einen Pirsch, das ist angenehm. Ich hoffe einfach mal, dass das die schlimmste Formation war, die wir kriegen konnten. Mit, Knochenriese und Pirsch. Ja. Okay, und nochmal. Wow, es ist so krass, wie lange er das machen kann. So, Süden. Also das Schöne ist, was waren... Achso, vorhin war bloß die Axt drin, stimmt. Aber in Ebene 4 hat man einen epischen Gegenstand. Mal sehen, ob wir noch welche epischen Gegenstände bekommen. Ich hoffe, ich bin gerade nach Süden gegangen. Ansonsten war das so ein bisschen doof. So, schauen wir jetzt mal, was das jetzt sein wird. Nur ein Knochenriese? Tatsächlich, wow, okay, das heißt, das war wirklich Worst Case, beide gleichzeitig. Na, ich hoffe mal nicht, dass wir das gleich wiederbekommen. Man wird sehen, wir werden es gleich wiederbekommen. So, Westen, ich gehe jetzt aber mal die normale Route ab. Ich bin mir nicht sicher, ob ich beim zweiten Mal nach Süden gegangen bin, aber ich hoffe einfach schon. Sonst wäre es ein bisschen arg schade. Okay, ein Pirsch auf jeden Fall, wir können aber die Streuner mal ein bisschen wegbekommen. Es ist einer, ja. Aua, das war gar nicht gut. Vor allem, weil er sich jetzt gleich buffen wird. Ja gut, und jetzt wäre ich schon lange tot gewesen in der Feuerprobe, deswegen... Das ist schon sehr angenehm. Also der Schwierigkeitsgrad hiervon. Das geht gut. So, und jetzt noch zweimal Norden. Dann haben wir erst das Secret, wow. Bei den anderen wären wir jetzt schon durch, mit 5 Stück. Habe ich jetzt so nicht gesehen, dass es wirklich... Gibt es später noch 6? 1, 2, 3, 4... Ne, 5. Sieht alles nach 5 aus. Ja, jetzt bekommen wir gerade ziemlich viele Streuner-Action. Ich bin echt gespannt, was in den letzten beiden kommen wird. Wenn wir jetzt schon Knochenriesen und Streuner bekommen. Und nochmal Norden. Und ich muss jetzt echt hoffen, dass ich keinen Scheiß zusammengelaufen bin. Na? Okay, es lädt. Sehr schön. Und wir spawnen wieder in der Wand. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Schön, also Geheimnis haben wir hier. Wunderbar. Und wir haben hier... Wow, echt jetzt? Echt jetzt? Wow. Ich bin ein bisschen deprimiert. Das ist jetzt... ein bisschen arg schwach. Na gut. Gehen wir zurück, erledigen wir den Rest. Okay, Knochenriese. Ich hoffe nicht, der Pirsch dabei. Nee. Was war das denn für eine Überebene, wo wirklich Pirsch und... Ach, der Pirsch spawnt dann danach. Ah, okay.
Wir haben bloß zu lang gebraucht, theoretisch, für den Knochenriesen. Okay, jetzt verstehe ich das. Jetzt gibt es auch irgendwo mehr Sinn. Schade, ich bekomme ihn einfach nicht tot. Na gut. Müssen wir halt ein bisschen warten. So. Süden soll es als erste Richtung sein. Okay, jetzt verstehe ich das. Wenn die nacheinander spawnen, ah, trotzdem eine starke Ebene mit beiden. Davon ausgehend, dass wir bisher immer bloß einen Einzelnen dann hatten. Das nützt nichts. Was nützt nichts? Was ist denn jetzt wieder los, ne? So, du bist weg und du bist der Letzte, der dran kommen darf. Jetzt hör mal auf, hier die ganze Zeit durchzuspringen. Danke. Voll in die Fresse gehauen. So, Westen. Und dann einfach noch dreimal nach Osten. Das kriegen wir auch hin. Zack. Wunderschön. Damit sind wir auf der Zielgeraden, sagen wir mal, von Ebene 7. Ein bisschen fies, sagen wir es so, aber machbar. Und es sind zwei Pirsch. Das, womit ich gehofft habe, dass es nicht passiert. Aber ja, selbst zwei Pirsch gehen. So, und dich bitte nicht buffen. Na, er hat es gerade noch so geschafft. Ich hasse das. Danke. Jetzt wäre nur noch die Frage, kommen auch irgendwann zwei Knochenriesen? Wir werden sehen. Osten. Zwei Knochenriesen. Wobei da zwei Pirsch fast schon fieser sind. Ah, okay, auf jeden Fall einer. Ich hoffe, es ist noch keinen Pirsch. Und der sollte jetzt eigentlich gespawnt haben. Das heißt, wir haben Glück gehabt. Wunderschön. Nochmal nach Osten. Das ist an sich so ein kleiner No-Brainer. Wunderschön. Und das letzte Mal. So, letzte Ebene, Spiel. Nochmal ein Knochenriese, aber keine... Oh, klar, keine Pirsch. Quatsch, keine Streuner, ja. Komisch, jetzt kamen keine Streuner. Davor kamen aber auf jeden Fall zwei. Zwei dazu, das ist merkwürdig. Ja. Na, komm klar hier. Wow, wie es denn abgeblockt hat. Sehr cool. So, und das letzte. Wunderschön. Coole Ebene, interessant auf jeden Fall. Vor allem, ich habe jetzt so ein bisschen Schiss vor den letzten. Wenn die da jetzt schon kommen. Okay. Na, immerhin wird es nicht noch länger, dass es wirklich 2x6 wären. Das wäre viel zu hart. Gut, Level 8. Auf dem besten Weg dorthin. Und es geht verdammt lang, muss man sagen, ne? Ich wollte es eigentlich... Oh, guck mal. Ich wusste gar nicht, dass hier auch Steinbrocken drin liegen. Wie mies. Wow, nein, Spiel. Ach, komm schon. Was denn? Das Spiel ist echt instabil geworden, seitdem er die DLCs gespielt hat, weil das wahrscheinlich die DLCs irgendwie immer noch lädt. Weil ich habe ja keine Waffe seitdem her eingesammelt. Hallo Maus. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt nochmal alles wirklich weggelegt, was ich konnte. Das Problem ist, epische Gegenstände darf ich gar nicht weglegen. Wieso auch immer, aber naja, die müsste ich wenn dann verkaufen. Das Problem war, ich bin gar nicht mehr gerade eben erst reingekommen. Das heißt, das Spiel wird wirklich gerade eben auch mit jeder Ebene, die wir anfangen, noch ein Stück größer. Und ja, mit jedem Stück, das es laden muss, kommt es irgendwann nicht mehr hinterher. Das heißt jetzt theoretisch, für jede Ebene, die ich neu freischalte, muss ich jetzt wahrscheinlich einen Gegenstand nochmal wegschmeißen, damit das Laden hinterherkommt. Ich bin die ganze Zeit an der Grenze. Ich habe jetzt zwei Sachen weggeschmissen. Das heißt, wir sollten jetzt bis Ebene 9 sicher sein, außer wir finden einen epischen Gegenstand. Und eventuell müssen wir noch Sachen verkaufen. Das ist echt dämlich. Das ist richtig, richtig dämlich, weil es wahrscheinlich... Man kann das Spiel, glaube ich, nicht komplett durchspielen. Aber bloß deswegen, weil wenn man es wirklich komplett durchspielen würde, dann wären da so viele Sachen, die es speichern und laden muss, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert an einer gewissen Stelle, so wie es gerade eben sieht. Und ich habe das Glück, dass ich immer irgendeinen Scheiß im Inventar habe. Aber wenn es mal nicht mehr der Fall ist, dann sieht es schlecht aus. Dann muss ich wirklich echt langsam anfangen, epische Gegenstände zu verkaufen. Weil die machen mir gerade echt das Spiel kaputt.
So, jetzt bin ich gerade wieder rein. Ich dachte, wir sind an der Zwischenebene, aber wir spawnen direkt rein und deswegen habe ich kurz Pause gedrückt. Dort sehe ich schon Tormentor und ich glaube, Skelette daneben sind gespawnt. Und ja, jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. So, ja, Skelettkrieger und Tormentor, okay. Das geht ja noch. Also der Tormentor jetzt so gesehen, ja, der geht gut. Die Skelettkrieger gehen auch gut. Du bist mir scheißegal. Mehr? Nö. Na doch. Oh, nette Lampe, muss man sagen. Von Inneneinrichtung versteht er was, der Seelenlenker. Auch die Statuen hier. Ach, die hängen auf dem Kopf. Ah, wir sind ja gerade eben auf dem Kopf. Wie cool. Das ist richtig cool. Tatsächlich, die Käfige hängen auch von der... Ja, von der... Vom Boden theoretisch. Richtig, richtig cool gemacht. Das fasziniert mich jetzt gerade ein bisschen. Das ist einfach bloß mega. Sowas ist cool. Da hätte ich mir gerne einen Dungeon gewünscht. Und ich habe bloß ein bisschen durchlaufen. So, machen wir jetzt weiter. Jetzt sind wir ein bisschen rausgekommen. So, nach Norden. Genau. Aber der Dungeon gefällt mir jetzt richtig gut, also dieser Abschnitt. So, gleich die Skelettkrieger und gleich rachsüchtige Geister. Heißt das etwa kein Tormentor? Nein, scheinbar wirklich bloß Skelettkrieger und Geister. Ja, für die Geister brauche ich auf jeden Fall die Knarre, deswegen lasse ich wieder einen Schuss drin. So, wie auch schon eine Feuerprobe gelernt. Wunderschön, Nummer 2 fertig. Jetzt geht's nach Süden. Ab in den sonnigen Süden. Mal sehen, wie sonnig der sein wird. Vor allem davon ausgehen, dass wir da bloß ein Geheimnis finden. Mal sehen, ob es wieder bloß eine dämliche Kiste ist oder vielleicht mal wieder was Interessantes. Da ist ein normaler Geist wieder. Die sind gefährlich. Die tun wir diesmal direkt wegbekommen. Vor allem gar nicht schlecht aushalten tun sie ja auch, ne? Das ist ja das Nächste dann. Ja, verdammt. Nein, nicht den Skelettkrieger mit der Knarre. Ach, verdammt nochmal. Wow, zwei Ebenen jetzt? Also zwei Wellen? Okay, also langsam will das Spiel uns hier nicht mehr haben. Habe ich das Gefühl. Das wird langsam echt fies. So, Süden. Westen, Süden hier. Da habe ich zuerst drauf geguckt, habe aber das Schild nicht gesehen. Und bin deswegen einfach davon ausgegangen, dass es nicht Süden war. Na gut. So, Osten. Okay, wieder ein Tormentor. Das heißt, wieder an sich eine einfache Ebene. Also einfacher als der andere Scheiß. Wunderschön. Ja, weil Tormentor und drei Skelett. Krieger ist ziemlich einfach. So, Osten. Da. Und dann fehlt noch der Norden. Dann hätten wir schon die erste Reihe durch. Sehr schön. Und nochmal. Ach, diesmal sogar mit ein paar Geistern. Das ist dann schon ein bisschen fieser. Aber, naja. Trotzdem eigentlich auch bloß... Ja, es ist so ein bisschen... Man könnte auch sagen, wir dürfen die Geister nicht angreifen, bis sie richtig gespawnt sind. Das käme aufs Gleiche hinaus. Weil der Tormentor kostet ja einfach bloß ein bisschen Zeit. Mehr tut er ja nicht. Deswegen passt es ziemlich gut. So, und Norden haben wir fertig. Wunderschön. Bitte lade das Spiel, danke. Wäre zu schade gewesen, wenn ich jetzt das alles hätte nochmal machen müssen. Was? Okay. Wieder irgendwas Unnötiges. Jo, Zorn bei kritischem Treffer, das ist überhaupt nicht interessant. Okay, Geheimnis 8 wäre fertig. Kommt jetzt nur noch das normale 8. So, und nochmal ein Tormentor. Es ist echt super, wenn die Viecher kommen, also wenn der Tormentor kommt. Das gefällt mir sehr viel besser als die rachsüchtigen Geister. Vorher habe ich gesagt, dass es coole Ebenen mit ihnen sind. Ist es auch, aber... Ja, die rachsüchtigen Geister, vor allem wenn sie in zwei Lagen kommen, brauchen sie halt eben eine halbe Ewigkeit. Was machst du da, Asche? Wieso... Achso, du versuchst in diesen Strudel zu fliegen, aber kannst du nicht. Na, interessant, okay. Norden. Norden, 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 da. So. Halt,
So. Der Orden ist weg. Und jetzt sollten vorerst mal keine Tormentor mehr kommen. Genau. Wenn wir es denn so sehen, dass die Ebenen sich dann wirklich wiederholen. Dann ist es ja wirklich so. Dass die jetzt für eine Weile mal ein bisschen Pause machen. Ich meine, gut, die rachsüchtigen Geister kann man auch so erledigen, ja. Aber es sind halt einfach so viele. Okay, das war's. Von mir aus. Westen. Jetzt sollte man sich dieselben Ebenen nochmal bekommen, oder? Wenn wir wirklich 5 auf 5 haben. Ah, ich bin gespannt. Das habe ich bisher nicht so drauf geachtet. Nee, ich glaube, wir hatten eine Weile keinen Tormentor dann mehr. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gewisse Weise random, oder es hängt in einer gewissen Weise davon ab, welchen Weg wir gehen. Ist aber irgendwo geskriptet. Also komische Sache. Es wäre echt mal interessant zu wissen, wie das berechnet wird. Oder wie hier die Wellen wirklich, ja, berechnet werden. Weil komplett random ist es nicht. Es hat einen gewissen Rhythmus drin. Ich weiß nur nicht, wie der aussieht. Oder wie der funktioniert. Ich glaube, es hat wirklich einen gewissen Ablauf, der aber auch in Zusammenhang mit dem Weg geht. Oder mit dem Weg zählt, den wir gehen. So glaube ich jetzt mal dran. So, nochmal Westen. Aber die Ebenen gehen jetzt gerade ziemlich gut. Vor allem die mit dem Tormentor halt tatsächlich. Da kommen wir ziemlich gut voran. Das ist jetzt eigentlich schon die letzte. Wow. Und gleich nochmal einer. Ja gut. Das, wie gesagt, geht jetzt richtig, richtig gut. So, das war ein sehr großer Fehler von dir, Geist. Einfach so mal in meine Axt reinzurennen. Und in meinen Hammer. Wie auch immer. Und jetzt noch Osten. Das wäre echt das Schlimmste, wenn man dann jetzt einfach das Letzte vermasselt. Sollte aber eigentlich funktionieren. Ja, es lädt länger. Dankeschön. Wunderbar. Ebene Nummer 9. Ja, 7 war deutlich schwerer mit dem Skelettriesen und dem Pirsch. Fand ich ein bisschen kniffliger als das jetzt. Aber einfach bloß, weil man mit dem Tormentor so super umkomboen kann. Oh, jetzt geht's in den Höhlen. Kommen hier wieder ein paar Skarabäen? Wahrscheinlich schon, oder? Ich gehe mal davon aus. Benediktion oder Benediction, wie auch immer man es jetzt... Eigentlich sollte es ja deutsch sein, aber Benediktion habe ich jetzt so noch nie gehört. Ah, Gott, nein. Nicht die gleichzeitig. Das mag ich nicht sehr gern. Okay. Gut, ja, die untoten Skarabäenriesen sind echt schlimmer als die Skelettriesen. Das ist natürlich nochmal eine fiesere Kombo. Okay, aber ist auch die vorletzte Ebene, also passt das. So, Süden. Bin ich echt gespannt, was in der letzten kommt. Wahrscheinlich nur noch Bosse. Ich könnte mir vorstellen, nur noch Bosse. So, da haben wir den Skarabäenriesen gleich wieder. Also schön ist halt bisher kein einziges Mal meinen Buff benutzt. Das muss man ja auch irgendwo zugute halten. Dass es echt eigentlich angenehmer Schwierigkeitsgrad ist, den wir haben. Es ist nicht zu stark. Und dadurch alles noch machbar. Ich meine, ich hätte die Möglichkeit, das jedes Mal zu zünden. Aber bloß weil ich ja viel genügend Zorn wieder aufbauen kann. Aber trotzdem ist es einfach angenehmer. So, Westen. Da. Wunderschön. Jetzt zweimal Osten. Davor müssen wir aber uns natürlich um die Viecher kümmern. Ah, ein oder zwei Streune? Ich glaube zwei. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Werden wir gleich sehen. Nee, scheint bloß ein paar Streune zu sein, zusammen mit dem Pirsch tatsächlich. Okay. Das ist in Ordnung. Zwei Streune sind fies, das muss man sagen. Osten, Osten. Da. Okay. So, mal sehen, was das Spiel noch für uns bereithält. Ich meine, ja, wir haben jetzt noch 7 Stück vor uns. Gehe ich da richtig? Ich weiß es gerade gar nicht, ob es richtig ist zu sagen, dass wir 7 Stück vor uns haben. Ist mir aber auch relativ egal.
Echt jetzt bei Hälfte der Leben? Ätzend. Und da kommt der zweite. Gar nicht gut. Oh, der hat den anderen beinahe gekillt. Wow. Okay, der hat jetzt noch mehr Leben. Wow, toll. Großartig. Und es spawnen die ganze Zeit diese kleinen Skarabäen. Ich hasse das. So, ihr gebt mir jetzt bitte mal wieder ein bisschen Leben. Da greife ich jetzt gar nicht mit der Kanone an, sondern wie gesagt mit den Sensen. Wobei, mit der Axt geht ja eigentlich auch ganz gut. Dann zählt ja nicht jeder Crit, sondern jeder Tod. Okay, sehr schön. Noch einmal Osten. Da. Ja, mal bei einer Secret. Ich hoffe wenigstens, das lohnt sich jetzt mal. Bisher hat sich echt plus eins gelohnt, muss man sagen. Und das waren die Spezialsensen. Wie mies, dass der Streuner schon gespawnt ist, bevor ich überhaupt gespawnt war. Was hier überhaupt gerade eben? Plus vier? Plus vier Streuner? Ach nee, da kommt eine zweite Welle. Okay. Es hätte mich sehr gewundert, wenn es bei vier Streunern geblieben wäre. Das wäre ein bisschen arg einfach gewesen. Ja, jetzt so acht Streuner, das geht. Okay, sehr schön. Das war eine einfache Ebene. So, dann sag mir mal an, Spiel, was wir jetzt Schönes bekommen werden. Okay, es hat geladen. Wunderschön. Und du bist einfach bloß eine normale Kiste mit Stiefeln. Wow. Wow, richtig schlechte Stiefel. Okay, habe ich hier noch irgendwas zum Wegschmeißen? Hä? Ach so, die sind beide... Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte gerade so... Was soll das denn jetzt? Wieso haben die beide gar nichts drauf? Aber klar, die haben noch gar nicht geupgradet. Da werden jetzt bloß die Effekte, die haben keine Effekte. Deswegen, ich dachte gerade so, wieso Inferno-Schaden 0 und die Chance auf 0 und so. Aber klar, das ist ja immer bloß das, was die nicht hat. So, 126. 170, aber das ist die mit den Exekutionsschancen. Wobei, die braucht... Ach, gegen Agul? Ich weiß es halt noch nicht, was ich gegen Agul hätte oder nutzen sollte. Das ist es halt. Ich würde sie einen liebsten beide behalten. Da könnten aus beiden Sachen Gutes entstehen. Sollte ich jemals dazu kommen, die zu upgraden. Ich müsste jetzt langsam mal was wegschmeißen, deswegen suche ich ja eigentlich gerade. Der mit der Verteidigung, den habe ich echt nie benutzt. Aber ich benutze eigentlich auch den da. Alles andere bringt nichts. Nee, ich schmeiß den weg. Ich will ihn nicht wegschmeißen. Wieso haben wir hier eigentlich noch die Relikte? Ach, muss man die noch separat verkaufen? Weil wir haben sie ja bekommen. Nur wir haben sie scheinbar nicht eingetauscht. Ups. Das kann natürlich auch sein. Das belegt natürlich auch nochmal drei Plätze im Speicherplatz. Komm, ich schmeiß die weg. Dann haben wir auf jeden Fall Platz. Also Platz für das Spiel, theoretisch. Hoffen wir mal. Und besessene Sensen finde ich vor allem Dings immer wieder. Okay, damit haben wir das Geheimnis. Damit fehlt jetzt bloß noch der Ausgang hier. Und den finden wir ja relativ schnell. Und da habe ich wieder den Pirsch. So, bitte nicht buffen. Bitte nicht. Er hat sich gebufft, verdammt. Ich hasse es. Wow, trotzdem noch 1800 Schaden gemacht. Was? Und mit dem Kontern kann ich ihn direkt zurückbringen. Das ist auch cool. Das sollte ich mir merken. Das macht die ganze Sache nämlich deutlich einfacher. Ist zwar gefährlich, aber trotzdem. Man kann es versuchen, wenn alle Stricke reißen, sagen wir es mal so. So. Spawnen wieder kleine Viecher, ganz viele. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dann kein großes spawnt. Scheint mir aber gerade nicht so. Okay, und jetzt noch... Oh Gott, wie viele Viecher. Vor allem gleich eine große Combo aus Streunern und Skarabäen. Ich meine, wie gesagt, nicht, dass die Skarabäen so schlimm wären, aber trotzdem. Es ist einfach... Es sind sehr viele Ziele und das ist immer gefährlich. So, in Ordnung. Ja, dann sind wir beinahe beim Ende. Sehr schön. Na dann.
Oh, wow, gleichzeitig. Ach komm, gehen wir auf den Pirsch. Bevor der hier auf dumme Gedanken kommt. Na gut, toll. Nein, ach, du Drecks. Blöder Koloss. Hat er mich da einfach abgeblockt. Ich hasse sowas. Drecksvieh. So, Osten. Und weg mit dir. Und jetzt noch zwei. Und dann kommen wir zu den letzten 10. Ah, wieder so eine lange. Die ist fast schon ein bisschen uncool, vor allem die mit den Skarabäen dabei. Bloß weil sie so ewig lange dauert. Ah, na, schade. Beinahe getroffen. Ihr seid weg. Du bist weg. Was das? Nee, der noch. Okay. Wunderbar. Ah, Norden. Norden, Norden, Norden. Da. Und das letzte. Wunderschön. Und dann sind wir wirklich schon in der letzten Ebene. Oh, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ah, schon wieder Pirsch und Koloss. Wow. Ah, eklig. So, Koloss ist weg. Der blockt jetzt wenigstens hier nichts mehr. So, und jetzt wirklich das perfekte Timing. Ah, das war's nicht. Hilfe. Aua, aua. Hilfe. Na gut, toll. Das hat ja gut funktioniert mit dem Konter-Timing. Naja. War wenigstens eine schnelle Ebene und damit geht's weiter. In den Endbereich. So, das Interessante ist jetzt, dass für das letzte Geheimnis eigentlich bloß 4 Buchstaben da sind. Ich hoffe einfach mal, das passt. Und dass ich da nicht vielleicht einen Buchstaben vergessen habe. Wir werden es aber gleich sehen. Und dass es da irgendwie rumbackt oder so irgendwas. Könnte ja genauso gut sein. Weil es ist eigentlich merkwürdig, dass es immer 5 waren und jetzt bloß noch 4 beim letzten. Aber vielleicht verarschen sie da einen auch so ein bisschen. Oh, hier ist es ein bisschen verdorben. Mal sehen, was wir jetzt bekommen. Jetzt bin ich echt gespannt. Aufstieg. Unsere letzte Ebene. Eine Abscheulichkeit. Ein bisschen stärker? Wahrscheinlich. Oh ja. Oh ja, die war wirklich ein bisschen stärker. Oh, jetzt haben wir hier so einen kleinen Boss-Rush, oder wie? Und das auf jeden Fall schon mit stärkeren Gegnern. Die Gegner sind jetzt ungefähr auf Dings-Level. Würde ich sagen, auf Feuerproben-Level. Zumindest die Abscheulichkeit, fand ich, hat mir ein bisschen mehr Schaden gemacht. Wow, echt jetzt? Habe ich nicht gesagt, so einen kleinen Boss-Rush? Wow, ich bin richtig, richtig gut. Wie ich es einfach... Nee, niemals sind die auf Feuerproben-Level. Ich hatte ja immer meine Unaufhaltsamkeit drin. Das ist Blödsinn, was ich da gesagt habe. Aber wie krass, ich habe es einfach gesagt, dass man hier Boss-Rush hat. Wow, sehr cool. Okay, Norden. Ist Norden? Nee, Norden ist hier. Schade, kann man sich nicht... Ja, wobei, es ist wieder Richtung Baum, aber diesmal sieht man den Baum nicht so schön. Okay. Das erste von 9. Richtung... Was jetzt? 2 gleichzeitig. Tormentor. Ich glaube aber, da hinten war nochmal ein Tormentor. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ich höre es poltern. Genau, 2 Tormentor. Okay, das geht aber auch. Ih, du Drecksvieh. Du beschießt mich noch einmal mit deiner hässlichen Pampe. Wow. Widerliches Zeug hier. So, Süden. Du bist Süden? Nee, Quatsch. Wenn hier Norden ist, dann muss das Süden sein. Laut den Regeln sollte das immer so sein. Weil es auch cool wäre, wenn hier einfach die Richtung nicht stimmen würden. Wobei es dann keinen Sinn machen würde, die so einzugeben. Okay, ja, Knochenriese und Tormentor, aber auch die gehen sehr, sehr gut. Okay, wunderbar. Also, das erste war bisher am schlimmsten eigentlich bloß, weil es wirklich alle waren. Und komischerweise hat mir der... was suche ich? Osten. Da. Interessanterweise hat mir die Abscheulichkeit doch ein bisschen Schaden gemacht. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Der Rest geht jetzt wieder. So, und jetzt noch Westen. Und dann sollten wir eigentlich beim Secret sein. Das ist gar nicht gut. Ich habe den falschen anvisiert. Hilfe. Toll, jetzt sind sie natürlich beide aktiv. Das ist uncool. Ah, gut, wir kriegen es trotzdem. Ich will hier eigentlich echt keine Zornfähigkeiten einsetzen. Also vor allem halt nicht mein Unaufhaltsam. Weil ich glaube, das wäre hier ein bisschen lame.
das zu machen. Deswegen, ja, wie gesagt, werde ich es auch nicht tun. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Fehlt mir hier jetzt eins? Oder passt das? Ja, scheint zu passen. Krass. Waren es da einfach bloß vier? Wow, echt jetzt? Ja, auch bloß wieder eine Kiste? Mit Handschuhen? Mit den Handschuhen? Wow. Spiel, hallo? Das war richtig, richtig unnötig, das ganze Zeug abzugehen. Ah, ich bin ziemlich enttäuscht. Es war einfach bloß random in viermal eine coole Waffe dabei. Huh. Och nö, echt jetzt? Oh, Mann. Jetzt haben wir das Secret nicht. Jetzt müsste ich mir das eigentlich wiederholen. Ich hasse das. Ich hasse das richtig. Na gut, wir sehen uns wieder gleich wieder. Also langsam, also Darksiders, das macht kein schönes Bild. So, da bin ich auch schon wieder und ich bin jetzt gerade eben noch vor dem Labyrinth des Seelenlenkers, einfach bloß, weil ich jetzt gerade eben die drei Artefakte verkauft habe von, ich habe sie Ostegut verkauft, so muss man sagen, die drei Artefakttypen. Und das ist eine richtig interessante Sache, und zwar haben wir einmal ein bisschen Geld bekommen, weswegen wir jetzt über 7 Millionen haben, was so komplett krass ist. Aber wir haben, wie man hier gerade eben sieht, wir haben ein bisschen Zorn und Leben verloren theoretisch. Und das war, weil er uns Leben und Zorn gegeben hat zusätzlich. Das finde ich richtig, richtig cool. Wie man hier jetzt sieht, wir haben ungefähr 900 Lebenspunkte dazu bekommen und Zorn von 100. 100 Zorn passt, aber eigentlich stand dran 300 Leben. Oder 350 Leben. Wieso ich da jetzt 900 Leben verloren habe, weiß ich nicht. Ich müsste eigentlich mal schauen, wie das theoretisch aussah, also wie das vorher aussah, wie viel wir da vorher hatten. Vielleicht haben wir da irgendwie jetzt bloß Leben verloren, keine Ahnung. Auf eine komische Art und Weise, weil getroffen wurde ich eigentlich nicht seither. Aber trotzdem wollte ich oder würde ich mal ganz gerne schauen, wie viel das jetzt wirklich waren, ob das jetzt wirklich 900 Leben waren. Weil das war schon richtig, richtig krass. Aber auch schon 350 Leben sind stark. Das muss man sagen. Und, also er hat uns Geld gegeben. Ich glaube 45.000 oder so irgendwas hat er uns gegeben. Dann 350 Leben und 100 Zorn. Und, oder wie viel Leben es auch immer war. Und, was noch richtig cool ist. Er hat uns 5 Fähigkeitenpunkte gegeben. Das ist eine richtig klasse Sache. Und die können wir hier jetzt so ein bisschen rein investieren. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wo rein. Ich würde es fast schon gerne in den Aegis. Was macht denn der Aegis erweitert? Tods magische Attribute, während die Fähigkeit aktiv ist. 20 Magie, ja? Tods Aegis reflektiert einen Teil des Schadens, der bei Tod verursacht wird. Zurück zu dessen Ursprung. Reflektiert 10% des Schadens, der bei Tod verursacht wird. Wütender Wächter, die magische Kräfte von Aegis erhöhen die Chance auf kritische Magietreffer, solange die Fähigkeit aktiv ist. Aegis dauert länger und kostet weniger, verringert die Kosten um 10%, dauert 3 Sekunden zusätzlich länger. Das ist ungefähr das, was hier. Das sollten wir dann auf 5 Sekunden oder so erhöhen können. Das wäre eigentlich ganz cool, dass wir den Aegis dann voll hätten. Dann würde ich vielleicht hier, naja, die haben wir gar nicht aufgebessert, ne? Vielleicht den Eis weg. Das Eis weg, dann hätten wir da nochmal einen Punkt. Und die Ernte mache ich sowieso nie. Die vielleicht weg, dass ich dann wirklich eine Neuvergabe kaufe. Und dann können wir hier den Aegis ein bisschen aufwerten, weil dann würden wir ein bisschen mehr aushalten bei gewissen Sachen. Dann zünde ich einfach die beiden. Habe ich dann zwar ein bisschen mehr Zornverbrauch oder ein bisschen mehr Zornkosten, sollten aber bei späteren eben ein bisschen besser durchkommen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal, weil alles andere macht eigentlich keinen wirklich großen Sinn. Oh, was haben wir hier denn? Blitze breiten sich im Bogen um Tod herum aus, während Aegis aktiv ist. Feinde im Umfeld werden dadurch verletzt. Feinde getroffen alle 0,5 bis 1 Sekunden. Sekunden 1 verursacht 206 Blitzschadenpunkte. 206 Schaden. Ja, ist so, ne. Machen wir mal das und jetzt das. Oh, 15% verringert. Wie viel kostet das denn? 270. Verringert sich das jetzt schon automatisch? 255, wow. Und jetzt können wir nochmal eine Stufe. Dann hält es, ja, 5 Sekunden. Kostet 20% weniger. 255, wie viel kostet denn mein...
Wo ist es denn überhaupt? Hier, unaufhaltsam. 300, okay. Das ist sehr viel billiger dann. Schöne Sache. Und das kann man auf jeden Fall noch schön aufwerten, wenn wir ein paar Punkte haben. Die wir uns hier vor allem 1, 2, 3 Punkte, 4 Punkte können wir uns hier rausziehen. Ja, 4 Punkte theoretisch. Ah, 1. Das hier würde ich gerne noch verbessern. 2, dann hätten wir noch 2 Punkte übrig. Ja, theoretisch auf die beiden. Erhöht es dann die Zornkosten? Nee, erhöht es nicht. Weil ich glaube, Verteidigung um 400 Punkte erhöhen schon auf der nächsten Stufe allein. Das ist stark. Ach so, und das dauert jetzt insgesamt 12 Sekunden. Wow. Ach, das 13. Ah, ja. Das ist klasse. Das ist richtig klasse. Okay, schön. Okay, ich habe so ein bisschen meinen Skill gefunden, die ich gerne verbessern würde. Gut, jetzt gehen wir nochmal rein. Ja, ich muss jetzt nochmal das Secret kurz holen, deswegen sehen wir uns gleich wieder, sobald ich's hab. Und dann machen wir weiter mit den letzten Part. Das wollte ich jetzt bloß nochmal geklärt haben, was es das alles gab, wegen diesen Artefakten. Ist richtig, richtig cool, muss man sagen. Ach, spiel bitte nicht. Ich habe doch jetzt Sachen verkauft. Wow, hä? Ich habe gerade eben Sachen verkauft. Oh, Mann, langsam geht's mir echt auf die Nerven. Das Spiel ist gerade eben einfach bloß noch... es ist einfach bloß noch kaputt, kann man sagen. Es kommt überhaupt nicht mehr hinterher. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, hier haben wir jetzt mal eine besessene Doppelsense rausbekommen. Die ist aber, glaube ich, ziemlich schlecht, was den Schaden angeht, nicht wahr? Wenn ich das mal kurz so nachschauen darf. Ne, 126 bis 142. Die ist gar nicht schlecht. Ist aber vorbelastet, deswegen lasse ich sie mal. Also hat schon... Auch wenn die Fähigkeiten nicht schlecht sind, trotzdem ist es immer blöd. So, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir wieder zurückkommen und die letzten 5 Ebenen angehen können. Weil langsam geht es mir echt ein bisschen auf die Nerven. Dankeschön. Es braucht alles so viel länger, als es eigentlich sollte. So, okay. Bekommen wir diesmal wieder dasselbe Muster, weil das... Gerade eben habe ich nicht dasselbe Muster bekommen, interessanterweise. Gerade eben war es ziemlich verschieden. Aber die erste Ebene scheint immer gleich zu sein. Und dann hat man bei der vierten wahrscheinlich bloß Glück. Oder ich hatte da bloß Glück, aber jetzt war es wirklich... Ich habe mich ja gerade eben nochmal bis zum Rhaenys vorgekämpft. Es war nicht diese... Also, keine der Ebenen war gleich. Waren noch ein paar ganz interessante dabei, so muss man sagen. Mal sehen, was wir jetzt noch so alles finden. So, und du bist Geschichte. Wunderschön. So, und jetzt gehen wir zuerst mal nach Westen. Ich glaube, eines der ersten Mal, wo die beiden, also wo das Geheimnis und der normale Weg nicht denselben ersten Weg haben. Gibt's bloß ganz selten, also meistens ist es so. So, da gleich nochmal ein untoter General von mir aus. Der kann mir jetzt gerade eben gar nichts. Zwei davon. Zwei davon ist... Die habe ich nahezu gleichzeitig gekillt. Sind die beide gleichzeitig gespawnt, oder wie? Okay, Osten, das ist cool. Das war ja interessant. Dass sie einfach beide gleichzeitig gestorben sind. Na gut. Ah, ich wollte gerade schon sagen, bitte nicht jetzt abschmieren. Ich habe extra ein paar Sachen jetzt verkauft, dass das jetzt nicht mehr passiert. Ich glaube, am Ende ist es dann echt abgeschmiert, weil ich die 5 zusätzlichen Skills noch hatte. Das hat das Spiel dann auch nicht mehr vertragen, dass ich dann, ja, geskillt habe. Das ist also, wie gesagt, das Spiel arbeitet echt gerade wirklich am Rande. Mit jedem Item, das ich theoretisch verkaufe, tue ich das Spiel gerade eben noch so am Leben erhalten gerade. Also zumindest so weit, dass ich spielen kann. Es ist echt krass. Also da ist es echt... Wow. Kann er durchlaufen? Das ist irgendwie cool. Ich hätte jetzt nur nicht damit gerechnet. Aber es ist echt krass, wie instabil das Spiel mittlerweile geworden ist. Leider. Das ist echt ein großes Manko. Okay, die kommen gleichzeitig. Finde man mich ein bisschen merkwürdig, dass sie am gleichen Fleck dann spawnen. Aber naja. Von mir aus bekommt er auch schon ein bisschen Passivschaden. Habe ich jetzt so nichts dagegen. Sieht bloß immer ein bisschen komisch aus, wenn der eine unter dem anderen spawnt. So, Süden. Damit haben wir es beinahe. Ja, letzte. Stimmt, letzte Ebene, genau. Letzte Welle für jetzt. So, jetzt muss nochmal alles reißen, Spiel. Was kann mich jetzt noch aufhalten? Na, ein Tormentor und so ein grüner Gifttyp eher weniger, ne? Das
bringt mich jetzt nicht so ganz aus dem Häuschen. Vor allem, da der grüne Typ mir jetzt auch nichts mehr kann. Nö, das war einfach. Tja, das war's Spiel. Jetzt kommt bloß noch der große Seelenlenker. Sofern er denn geladen wird. Wahrscheinlich versucht der mich irgendwie aufzuhalten, indem er das Spiel immer wieder abschmieren lässt. Das ist seine letzte Hoffnung, die er hat. Okay, Ebene 10 geschafft und damit, wie gesagt, kommen wir jetzt zum großen Boss, zum großen Finale an sich von diesem Spiel, weil danach, ja, ist es vorbei. Das ist an sich jetzt der Endboss, so gesehen. Das war ein harter Weg bis hierhin. Aber jetzt werden wir ihn umhauen. Bin mal echt gespannt, was der jetzt so drauf hat. So, da oben ist er wahrscheinlich schon. Hat extra noch eine kleine Statue von sich errichten lassen. Immer schön, immer schön. So, rein geht's. Besiege den Seelenlenker. Ja, wo ist er denn? 1000 Jahre lang die Krone lag. Ihr wahrer Träger sie nicht mag. Das Reich voll Hass und Angst. Du nie mehr hierher gelangst. Und wieso reimst du, du komischer Seelenlenker? Es scheint aber so eine Art Fürst zu sein, ne? Also einer der Todesfürsten, wie wir sie von Nogoth. Wow. Ah, guck mal. Wir müssen noch mehr Gegner töten. Wer hätte es gedacht? Wieso habe ich schon beinahe damit gerechnet, dass wir hier jetzt kleine Phasen von Gegnerwellen haben? Schön. Gefällt mir aber. Nee, es ist ja einfach ein Ausdauer-Dungeon. Von dem her ist eine nette Sache. Ich weiß zwar nicht, wieso der Seelenlenker reimt. Und ich habe mir auch ein bisschen mächtiger vorgestellt, sagen wir mal. Aber, na, ansonsten geht das. Ist ganz cool scheinbar. Ist ein bisschen schnell. Kann also ziemlich fies sein. Aua. So, aber immer bloß die. Ich dachte, jetzt wird es schwerer. Das hat ein... Ah, nee, es sind diesmal Champions dabei. Okay, es wird schwerer. Zwar nur dezent, aber es wird tatsächlich... Hallo? Alles klar, genau. Der komplette Combo blocken. Das kann nicht jeder, Skelett-Champion. Nicht jeder. Ja, greif doch deinen Herrn und Meister an. Du Vollidiot. Einfach mal draufhauen. So, tschüss. Oh Gott. Nee, das hat der Kollege hier schon vor. Keine Sorge. Ja, war klar. Okay, wieso Cutscene? Wow, was? Drecksack? Wie angreifen kann währenddessen? Wie mies ist das denn? Was soll ich denn da tun? So, du elender, dreckiger, du Cheater. Ich meine, Seelenlenker heißt hier nicht gleich, dass man hier rumcheaten darf, ne? Das ist ja mies. So, ich trinke hier ein Tränkchen, ne? Das hast du davon. Wow, wo ist die Kamera bitte gerade hin? Wie mies das einfach ist. Na, ich hoffe mal, das war die letzte Phase. Ich glaube aber nur nicht so wirklich. Der ist richtig, richtig fies. Ah, guck mal. Henkershaken. Die Henkershaken sind brutale Waffen, die ein schnelles und übles Ende bereiten sollen. Gemäß der Aufzeichnung im Skriptorium haben diese Waffen bei vielen Gefangenen, die sich dem feurigen Grat widersetzt hatten, das gefällte Urteil umgesetzt. Mit schweren Schlägen, die aufeinander aufbauen, verursachen diese Haken schreckliche Wunden. Okay. Das heißt Haken von irgendjemand, der dem Rat dient. Interessant. Hat er dem Rat gedient? Die Krone der Toten. Ich habe etwas mitgebracht als Errungenschaft, sehr schön. Die Krone der Toten. Die Krone der Toten zierte zuvor die Stirn des abgesetzten Königs, Argul. Sie wurde verzaubert, um dem Träger im Tausch gegen Zerstörung monetäre Reichtümer zu bieten. Die Krone ist dafür berüchtigt, verderbliche Gier anzufachen. Sie in die Hände des Kanzlers zu geben, wär daher ein dummer Fehler. Verderbliche Gier anzufachen. Huh. Das Labyrinth des Seelenlenkers ist geschafft. Okay, der Seelenlenker war mies. Das war ein Drecksack. Wie er mich aber bloß umgekombot hat. Hier geht's runter, dort geht's rein. Finden wir dort noch irgendwas? Hier geht's nach draußen. Ja. Sehr, sehr cool. Okay, das war der Seelenlenker.
Ja, war irgendwie interessanter, auch schon interessanter als der Endboss. War zwar nicht ganz so stark wie der Endboss, aber ich war jetzt auch einfach ein bisschen overlevelt. Vielleicht für den Endboss auch, ja, aber, ne? Wow, drei Tränke, ein bisschen Geld und Handschuhe. Ich bin begeistert von dieser Kiste. Wow, wow. Na dann. Schön, aber wie gesagt, damit haben wir den Dungeon hier fertig. Das war jetzt echt irgendwie eine coole Sache. Das Einzige, was mich daran gestört hat, ist, dass wir die ganze Zeit neu starten mussten, weil es abgeschmiert ist. Aber ansonsten sehr, sehr cool gemacht. Und vielleicht ab und zu ein bisschen zu lang. Also diese 5er Ebenen wären wirklich ein bisschen zu lang. Maximal 4 pro, wir hätten auch schon gereicht, denke ich. Also 4 fürs Geheimnis und 4 für den Weg. Weil 10 Ebenen dann wirklich, das war so, nach 5 spätestens wurde es dann ein bisschen langweilig. Aber ansonsten, sehr, sehr coole Sache. Gefällt mir gut. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Kanzler. Ja, aber die Krone des alten Königs, interessant. Stimmt, weil er trug auch keine Krone, wenn ich mich so recht erinnere. Das kann jetzt auch bloß blödes Gerede sein, aber so an sich hätte man da jetzt keine so gesehen. Ist das eigentlich ein Ausrüstungsgegenstand oder ist das... Na, wenn dann wäre es... Nee, wir haben ja keinen Kopfteil, das ist es ja. Oh, tatsächlich. Plus 50% gefundenes Geld. Ah, ja. Ich schaue einfach mal, was passiert. Ich meine, wir können eh nichts mehr kaputt machen. Vor allem hier in dieser kaputten Welt. Ich bin mal gespannt, was der damit vorhat. Vor allem, wo hat der Seelenlenker die her? Das ist ja das andere. Hatte er damit dann irgendwie auch mehr Macht als der König an sich? Weil, ja, die Krone scheint ja irgendwie, oder ist es bloß die Krone des wirklich abgesetzten Königs? Das kann, ich weiß es nicht ganz. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hat er seine eigene. Na gut, Kollege, was ist los? Was ist denn jetzt? Ich habe die Krone. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Gib sie her. Dann bekommst du deine Belohnung. Nein, ich denke, ich kann diese Krone besser gebrauchen als du. Aber deine Belohnung? Es sei denn, du nimmst sie mit Gewalt. Nicht meine Absicht. Okay. Hatte noch irgendwas anderes zu sagen? Pass auf, wo du hintrittst, Reiter. Die Toten erheben sich noch. Okay. So viel also dazu. Das Einzige, was ich jetzt nachschauen will, ist... Nein, wir bekommen keine Erfahrung. Okay, Level 22 ist scheinbar echt das Maximum, was wir erreichen dürfen. Wie gesagt, ob Bug oder nicht, das weiß ich jetzt natürlich nicht. So. Du hast tatsächlich eine Krone auf. Willst du vielleicht die andere Krone haben? Nö, das ist dir scheißegal, dass ich hier so stehe, ne? Die auch. Finde ich gut. Ihr seid richtig toll. Na dann... Haben wir tatsächlich die Krone gefunden? Ja, ich weiß, ich weiß. Schön, und damit haben wir es tatsächlich geschafft. Damit haben wir wirklich alles abgeschlossen. Wie gesagt, die Feuerprobe wird jetzt noch fehlen für die Abgrundrüstung. Das wollte ich eigentlich machen und dann den Seelenlenker töten. Aber da müssen wir jetzt leider drauf verzichten, weil es ist einfach viel zu krass. Es ist wirklich viel zu krass. Vielleicht würde es jetzt funktionieren mit dem, mit den paar neuen, Skills und sowas, was ich habe, gerade mit dem Aegis, könnte man es nochmal probieren. Werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal, aber wie gesagt, ich garantiere da jetzt echt für nichts. Ich will das Spiel erstmal fertig haben und wenn ich Lust und Zeit habe, mache ich es vielleicht. Bin mir da aber auch noch nicht sicher. Und, ja. Wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben wirklich an sich alles gemacht, was man hier so machen konnte. Die Steine fehlen noch und die letzten paar Ebenen der Feuerprobe fehlen noch. Aber das sind eigentlich alles eher uninteressante Sachen. Beziehungsweise einfach unlösbare Sachen, was jetzt die Feuerprobe angeht. Und ja, deswegen würde ich sagen, vielen Dank natürlich fürs Zuschauen. Die ganzen Leute, die natürlich bis jetzt auch noch zugeschaut haben in diesem ganzen Bonus. Vielen Dank natürlich auch an das. Spiel hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war um einiges besser als der erste Teil. Vor allem jetzt auch noch ein paar schöne Bonussachen dabei, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Manche ein bisschen ätzender, manche ein bisschen angenehmer. Die drei DLCs waren auch sehr, sehr schön.
Und ja, allgemein eigentlich ein sehr, sehr schönes Spiel. Hat wie auch der erste Teil, hatte es auf jeden Fall seine Probleme an gewissen Stellen, aber sehr viel weniger. Also auch vom technischen Stil her sehr viel gebessert zum ersten Teil. Und ja, es wäre schön gewesen, den dritten Teil zu haben. Gab es ja dann aber leider nicht, natürlich. Vielleicht bekommen wir irgendwann mal einen dritten Teil. Es hieß ja, dass sie, glaube ich, die Rechte zurückgekauft haben oder sowas. Also die Firma hat sich ja, glaube ich, wieder... Also Vigil Games hat sich ja, glaube ich, wieder so ein bisschen zusammengefunden, die ganzen Entwickler. Und ich glaube, sie wollten auch, oder es hieß mal, dass sie die Rechte wieder zurückkaufen wollten. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem Stadium sich das jetzt befindet oder ob das noch geplant wird oder keine Ahnung. Zumindest haben sie gesagt, sie wollen sich erstmal zusammenfinden und irgendwas machen und dann vielleicht überlegen, ob sie in Darksiders 3 machen. So ist mein Stand der Dinge. Das aber ist, glaube ich, auch schon wieder ein Jahr her oder so. Vielleicht sogar zwei, so schnell wie die Zeit vergeht, können es auch 2 Jahre sein. Ich bin mal sehr gespannt, was sich da noch entwickeln wird. Ich hoffe, Darksiders bleibt nicht tot. Ich hoffe, Tod wird irgendwann mal wieder leben. Wenn man es so schön setzen kann. Und ja, es wäre einfach schön, diese Story so ein bisschen zu vervollständigen, weil Darksiders 2, hat man jetzt gemerkt, war sehr aufbauend. Die Endstory hat war sehr schwach an sich, aber bloß weil sie extrem auf den dritten Teil aufgebaut hat. Da hätte man so viel rausholen können, aber man hat wirklich gesagt, okay, wir wollen so unbedingt einen dritten Teil machen, dass wir den Spielertheorie so dermaßen teasern, dass wir kein fertiges Ende machen. Das ist natürlich komplett nach hinten losgegangen, wie immer natürlich, wenn man sowas vorhat. Und ja, deswegen ist es einfach bloß ein grauenhaftes Ende. Aber ja, man kann gespannt sein, was sich da wirklich noch so draus entwickelt. Und ja, ich halte einfach meine Augen offen, sagen wir es so, und ich bin weiterhin sehr gespannt. Bin weiterhin ein sehr großer Fan von Darksiders. Ist immer wieder eine schöne Sache und ja, damit habe ich jetzt genug gequatscht. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und würde dann sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. An sich nicht mit dem neuen Projekt, weil das neue Projekt läuft ja schon. Dark Souls 3 hat ja Darksiders 2 ersetzt. Und hier so jetzt jeden zweiten Tag um 15 Uhr geht es ja dann weiter mit den Streamaufnahmen. Und währenddessen laufen natürlich die anderen Projekte weiter. Ich denke, es gibt genug zu sehen. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Und ja, damit würde ich sagen, bis dann. Ciao.